So, willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgens Jakob von den Frakta und ich bin in Anno 1701. Das ist der dritte Teil der Reihe. Ich hatte ja versprochen, wie ich die Tage Anno Online verabschiedet habe, quasi, dass ich mich jetzt mal darum kümmere, dass wir wirklich mal die Anno-Reihe ins Infrakta Games Archiv bekommen. Das ist ja letztlich, dass ja auch A bin ich ohnehin bei A. Ja, wunderbar. Und B ist es natürlich absurd, wenn ich, und das meine ich jetzt echt nicht böse, aber wenn ich irgendwelche teilweise echt übelst schrottige Spiele anschaue auf Steam, weil sie irgendwie meinen Steam-Account geraten sind. Und ich muss an dieser Stelle betonen, diese echt ganz üblen Fracks, die da teilweise stranden, die habe ich nie bewusst gekauft, ja. Da falle ich immer auf meine Raffgier rein, wenn er auf Humble Bundle, wobei da hält sich das eigentlich mit den Fracks in Grenzen, aber Bundle Star zum Beispiel, so eine Seite, ist jetzt auch wieder nicht böse gemeint, ja, der hat den falschen Hals kriege. Die machen auch schöne Bundles. Aber manchmal haben die halt so diese 1-Euro-Bundles. Und da waren teilweise schon 1-Euro-Bundle, wo man 1 Euro bezahlt, ja, sagt der Name. Und dann waren da 24 Spiele oder so drin. Ich hole die, weil ich sage, komm, 24 Spiele für 1 Euro, 24 Spiele für das Infrakta Games Archiv. Sagen wir es mal, sind wir mal ganz ehrlich, 24 Spiele für 1 Euro, da erwartet man nicht unbedingt die Triple-E-Titel. Ja, gut. So, und dann landet sowas dann auch gern mal bei mir im Games Archiv, weil ich die halt in meiner Steam-Bibliothek habe. Und das ist natürlich dann irgendwo nicht zu vertreten, dass ich da irgendwelche gestrandeten Spiele-Fracks vorstelle, aber solche Perlen, ja, Perlen der deutschen Spielekunst. Ja, ich weiß, Related Design sitzt in Österreich, aber ich bin Historiker. Der Unterschied zwischen Deutschland und Österreich als getrennte Staaten ist so irrelevant historisch gesehen, weil einfach so eine kurze Phase. Die letzte staatliche Trennung ist erst wieder ein paar Jahrzehnte her, dass wir wieder zwei Staaten sind. Ja. Und wenn das mit der Europäischen Union so weiterläuft und mit den Problemen in beiden Ländern, sehe ich durchaus sehe ich da Potenzial für eine erneute Vereinigung von zwei Staaten, die ja sowieso zusammengehören. Das ist so schwachsinnig wie die DDR und die BRD, dass Österreich und Deutschland zwei Staaten sind. Ja. Da kann man den Leuten, also ich weiß, dass in Österreich in den letzten Jahrzehnten in der Schule ziemlich viel Scheiße eingebläut wurde in der Hinsicht. Das hatte sehr gute Gründe, sehr finanziell handfeste Gründe, weil so die österreichische Nachkriegsregierung sich aus allen Schuldzahlungen raushalten konnte und das er ähnlich gemacht hat wie die DDR. Die DDR hat immer gesagt, wir zahlen niemanden gar nichts und wir entschuldigen uns auch bei niemanden, weil wir sind ja nicht schuld, wir sind ja die Guten, wir sind ja im Prinzip nur Kommunisten, die unterdrückt wurden, die Faschisten sitzen alle in der BRD. Und daraufhin hat die BRD ja im Prinzip alles buckeln müssen und sich bei allen entschuldigen und allen Geld zahlen. Wobei, ganz stimmt das nicht. Die DDR hat zwar nie sich entschuldigen müssen und keine Sühnezahlungen zahlen müssen, aber dafür hat die Rote Armee so ziemlich alles mitgenommen, was nicht nagelfest war. Das gleicht sich dann im Endeffekt. Und im Endeffekt muss man sagen, karmatechnisch, Karma ist ein Arschloch. Die haben sich zwar nicht entschuldigt, die DDR-Regierung, aber dafür mussten sie in Moskau immer buckeln und hatten nie was zu melden. Bananen gab es auch nicht. Also Karma ist dann, ja. Gut, aber die Ösis haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg sehr fein rausgehalten aus der Affäre und haben auch nie irgendwie Kriegsschuld übernommen oder dass sie dass sie Täter wären. Es waren ja hauptsächlich österreichische Divisionen, die im Balkan, sagen wir mal, für Ruhe gesorgen wollten. Ja, deshalb stehen auf dem Balkan noch ziemlich viele Denkmäler für Partien. Ja, egal. So, auf jeden Fall hat Österreich danach eben behauptet, sie wären das erste Opfer Hitlers gewesen. Das hat man ihnen tatsächlich abgekauft, was unheimlich viel über Bildung weltweit aussagt. Und das haben die auch tatsächlich der eigenen Bevölkerung eingebläut. Das ist ähnlich wie die Spanier, die haben ihre Bevölkerung eingebläut, dass Spanien im Zweiten Weltkrieg komplett neutral war. Wie 12.000 spanische Gräber in Russland auftauchen könnten, das ist ein Mirakel. Nee, Spanien, nee, die waren neutral. Frankreich hat nie auf Seite der Wehrmacht gekämpft. Nein, nie, nie.
komisch, die vielen tausend toten Franzosen in Russland und in Berlin, die da gegen Russen gekämpft haben. Weiß nicht, wie die hingekommen sind. Naja, egal. So, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Achso, Related Design. Genau, Related Design, österreichisches Spielestudio. Sehr gutes Spielestudio, hat ganz tolle Spiele gemacht. Hat irgendwann die glorreiche Idee gehabt, sich mit einem ähnlich schönen Spielestudio aus Hessen zusammenzutun, nämlich Sunflowers. Beide hatten Erfahrung mit V-Sims und mit Aufbauspielen, Aufbaustrategiespielen. Und da kam zusammen, was zusammen gehört. Ja, wenn wir schon das politisch nicht auf die Reihe bekommen, wenigstens in der Spielindustrie kriegen wir es hin. Und haben die Anno-Reihe begründet. Und das ist eine ganz wunderschöne Spielreihe. So. Einführung, ja. Führen wir mal was ein. Ich führe mir jetzt mal eine Tasse Kaffee ein. Ich bin nämlich total durch. Ach, schön. Willkommen bei Anno 1701. In dieser Einführung wollen wir Ihnen die Grundbegriffe des Spiels näher bringen und eine kleine Pioniersiedlung aufbauen. Sie sind im Auftrag der Königin in die neue Welt gekommen, um neues Land zu besiedeln. Ah, es scheint, Ihre Majestät höchstpersönlich möchte Ihnen etwas mitteilen. Es fällt einfach direkt ins Auge, immer noch eine schöne Grafik, obwohl das Spiel schon mittlerweile wieder ein paar Tage auf dem Buckel hat. Es fällt direkt ins Ohr, professioneller Sprecher, der offensichtlich bei der Bundeswehr war, weil ein normaler Mensch wird 1701 nicht abkürzen auf 1701, das ist ein typisches Bundeswehrsprech. Fehlt jetzt bloß noch, dass er sagt, wir können nicht mit der Majestät reden, weil wir sind KZH. Wisset, dass wir Bedenken ob eures Erfolges hegen. Wir werden sehen, wie gut es euch gelingt, diese Insel bewohnbar zu machen. Lassen Sie sich von der skeptischen Haltung Ihrer Hoheit nur nicht entmutigen. So reserviert, wie sie scheint, ist die Dame gar nicht. Sehen Sie nur, sie hat für Sie bereits ein Kontor an der Küste dieser Insel errichten lassen. Beweisen Sie ihr, dass Sie in Goldfurt eine kleine Pioniersiedlung auf die Beine stellen können. Hier in der Spielegrafik ist die gute Elisabeth gar nicht mehr so knackig wie im Intro. Das ist natürlich eine Anspielung auf Elisabeth, die erste von England, die begeistert jungen, knackigen Abenteurern Geld gegeben hat und einen warmen Platz zum Schlafen. Und ihnen so ermöglicht hat, als Piraten und Pioniere und Entdecker in der neuen Welt tätig zu werden. Gründung von Siedlungen in Neuengland oder generell an der Ostküste Nordamerikas, Überfall auf spanische Silber- und Goldtransporte, Angriffe auf Panama, also rege Dame, ja, hat viele junge, motivierte Männer gewusst, noch mehr zu motivieren. So. Verschaffen Sie sich erst einmal einen Überblick über Ihre Insel. Mit den Pfeiltasten oder durch das Bewegen der Maus können Sie den Bildschirmausschnitt verändern. Bewegen Sie die Kamera. Das Kontor an der Küste, hier durch den Pfeil markiert, stellt Ihre Handelsniederlassung. Genauso wichtig wie ein Kontor ist das Dorfzentrum. Es wird der lebendige Mittelpunkt Ihrer Siedlung Goldfurt sein. Um es zu errichten, wechseln Sie jetzt in das Baumenü. Gut so. Am unteren Bildschirmrand hat sich das Baumenü geöffnet. Es zeigt Ihnen alle Gebäude, die Sie errichten können. Fürs Erste stehen Ihnen die Gebäude der Zivilisationsstufe Pioniere zur Verfügung. Später werden weitere Gebäude... Beginnen Sie nun mit dem Bau des Dorfzentrums. Sobald Sie das Gebäude ausgezeichnet... Sie haben gerade Ihr erstes Gebäude errichtet. Damit sich die ersten Pioniere auf Ihrer Insel niederlassen, sollten Sie in Goldfurt einige... Errichten Sie das Wohnhaus... Gratulation! Schon sind die ersten Pioniere... Errichten Sie weitere Wohnhäuser, damit sich noch mehr Pioniere ansiedeln können. Mit insgesamt 6 Wohnhäusern wird Goldfurt fürs Erste groß genug sein. Errichten Sie... Ausgezeichnet! Sie haben... Die Königin hat Ihnen ein beachtliches Startkapital vermacht. Werfen Sie... Ihre jetzigen Geldmittel werden jedoch nicht ewig reichen. Sie sollten schnellstmöglich Gewinn erwirtschaften. Die grüne Zahl unter Ihrem Vermögen zeigt Ihre aktuelle Bilanz. Um an Informationen über Ihre Siedlung zu gelangen, können Sie alle Gebäude in der Anno-Welt direkt... Sehr gut. Am unteren Bildschirmrand sehen Sie nun das Dorfzentrumsmenü. Jede Zivilisationsstufe Ihrer Bevölkerung wird durch ein eigenes... Die Zufriedenheit Ihrer Einwohner hängt davon ab,
ob ihre Bedürfnisse erfüllt werden oder nicht. Ihre Nahrung ist ein wichtiges Grundbedürfnis. Den genauen Lagerstand ihrer Nahrungsvorräte können Sie in der Infoleiste links oben. Mit Hilfe einer Fischerhütte können Sie den Nahrungsbedarf Ihrer Bevölkerung decken. Das Gebäude. Die Fischerhütte benötigt eine bestimmte Ressource in ihrer Unmittelbarkeit. Errichten Sie eine Fischerhütte an diesem Sandstrand. Fischgründe, die im Einzelnen. Sofort fährt der Fischer hinaus aufs Meer. Die Nahrungsproduktion läuft. Doch es gibt noch etwas. In dieser Einführung geben wir Ihnen sinnvoll. Gut so. Hierhin können Sie in dieser Einführung keinen Weg bauen. Start- und Endpunkt des Feldweges müssen direkt an das entsprechende. Gut so. Wenn Sie den Mauszeiger bewegen, sehen Sie, dass die Straße sicher an Ihrer Maus hängt. Setzen Sie den Endpunkt des Feldweges mit einem Linksklick. Gratulation! Sie haben die Fischerhütte und das Kontor durch einen Feldweg miteinander. Die Nahrungsversorgung Ihrer Siedlung Goldfurt ist fürs Erste gesichert. Zeit zu verschnaufen und sich das Treiben auf dem Dorfzentrum genauer anzusehen. Aus dieser Perspektive können Sie Ihre Bewohner besser beobachten. Offenbar sind Sie recht zufrieden. Die Huldigen der Statue erledigen Ihre Einkäufe oder schlendern einfach über den Dorfplatz. Drehen Sie das Mausrad nach hinten. Und Gratulation! Sie haben eine kleine Pioniersiedlung aufgebaut. Wenn Sie wollen, können Sie nun in einem Übungsspiel wiederholen, was Sie soeben gelernt haben. Oder direkt. Wahnsinn, das nenne ich mal ein Tutorial. Alles gelernt, ja. Alles, was es über dieses Spiel zu wissen gibt, innerhalb von wenigen Klicks. Ja, egal. Gut, wir gucken mal. Was gibt's denn? Es gibt das Endlosspiel. Es gibt die Einführung. Es gibt die Szenarien und die Spielwiese. Wir starten das mal ganz kurz, weil ich wissen möchte, wie stark das geskriptet ist und wie stark sie das mit der Story darstellen. Die Santa Barbara ist seit Tagen überfällig. Die Männer von Wiscasset sind in großer Sorge, denn mit diesem Schiff sollten ihre Familien in die neue Heimat gebracht werden. Tagelang haben die Pioniere auf die Ankunft ihrer Liebe. Schon vor Tagen sollte die Santa Barbara mit unseren Frauen und Kindern in Wiscasset eintreffen. Jeden Morgen halten wir verzweifelt Ausschau. Bei dem stürmischen Wetter der letzten Tage sind alle wie gelähmt vor Sorge. Wir flehen euch an. Entsendet noch heute ein Schiff, um nach der Santa Barbara zu suchen. Wie können wir hier auf dieser Insel etwas aufbauen, wenn wir um das Leben unserer Familien bangen müssen? Okay. So, jetzt wissen wir, wie das aufgebaut ist. Also wir haben wirklich so Missionen und wir haben unseren Erzähler, aber wir haben noch so andere Knaben eingeblendet. Das ist natürlich eine schöne Sache. Ah, guck an. Ich habe mich schon gewundert, weil was ist das für ein seltsames Tutorial? Also da gibt es schon noch mehr, wie man sieht. Genau. Wir gehen jetzt aber mal zum Endlosspiel, was in Anno, in diesem dritten Teil von Anno tatsächlich noch das Kernthema ist und damit noch in der Tradition von 1 und 2 steht. So, wir machen mal. Das ist also ein Unterschied bei leicht. Wir machen mal normal. Weil da bestimmte doch ganz witzige Sachen, also das ist jetzt wieder relativ sehr witzig, also hier können Erdbeben, Tornado, Vulkan und Pest auftreten. Ich gebe ehrlich zu, aus der Sicht meiner Bevölkerung ist das nicht so ganz spannend, aber aus der Sicht des Spielers durchaus. So, wir wollen natürlich eine große Inselwelt. Da hätte ich jetzt gerne eine Erklärung gehabt, was die Inselschwierigkeit ist. Ach, guck an. Nö, das hätte ich ganz gern leicht. Ich will ja wirklich schön mich hier ausbauen. Mal viel Rohstoffvorkommen. Man hat große Inseln.
Kleininseln ist natürlich schwieriger, aber das ist natürlich auch immer ein bisschen ätzend irgendwie, weil man unheimlich viele Kontore bauen muss. Und auf der anderen Seite ist das natürlich auch wieder lustig, so Atolle zu besiedeln, aber man hat halt dann kaum Bauplatz gescheit und das ist immer so ein bisschen eklig dann. Wir machen mal spaßeshalber kleine Inseln. Einfach nur mal gucken. Nee, ich will ein Schiffchen. Das könnten wir mal machen, damit wir uns die Inseln angucken können. Das ist natürlich eine schöne Sache. Okay. Ja, können wir ruhig machen. Aha, guck an. Wir wollen volle Zurückerstattung. Das ist zwar Schwachsinn, aber können wir ruhig mal machen. Wir wollen viel Geld. Wir wollen ja am Anfang gleich, wir wollen ja hier, das ist ja jetzt, ich will ja hier jetzt nicht wirklich ein tatsächliches Endlosspiel spielen und die ganze Welt bebauen, ne? Mir geht es ja wirklich hier ums Infarkt der Games Archiv. Ich möchte euch das Spiel zeigen. Ich möchte sagen, hier, guck mal, das war der dritte Teil von Anno. Ihr junges Volk, beziehungsweise ihr alten Silberrücken, die ihr euch auch erinnert. Und ja, wir wollen ja hinterher sagen können, jawohl, jetzt haben wir gesehen, was bietet das Spiel und alles. So, Siegbedingungen. Größte Siedlung. Größtes Vermögen. Aha. Das erinnert mich ein bisschen an Colonization hier. Gut. Ach, ich mag dieses Spiel einfach. Da kann ich mich so richtig rein und austoben und baue und scharfe Häusle baue und Flotte und Schiffe und Geld und oh. Und man kann ja sagen, was man will, aber das Spiel sieht immer noch gut aus. Es kann sofort losgehen. Ihr erhaltet von uns dieses Schiff. Mehr können wir im Augenblick nicht für euch tun. Wenn ihr wirklich glaubt, ihr könntet in dieser Wildnis bestehen, dann beweist es. Wo ist mein Schiff? Die Insel gefällt mir, da gibt's Gold, aber... Ah, da ist mein Schiff. Es kann sofort losgehen. Das sind also kleine Inseln. Da muss ich ehrlich sagen, die sind wirklich sehr klein. Und die zu bebauen, das ist schon ziemlich fies. Man sieht's ja hier an der Geländestruktur. Da ist ja wirklich nicht viel zu holen. An Bauplatz und Baugelände. Also davon würde ich abraten. Also dann wirklich mittlere Inseln. Wird ausgeführt.